Klein und unspektakulär sehen diese Fische hier aus. Sie werden maximal bis zu 6 cm groß und diese Exemplare hier im Aquarium des Leipziger Zoos sind noch einmal deutlich kleiner. Es handelt sich um die Art Monterey plati. Die International Union for Conservation of Nature, abgekürzt IUCN, listet diese Fischart als in der Natur ausgestorben auf. Es gibt auf der Welt eine ganze Reihe von Arten, die nur in kleinen lokalen Gebieten verbreitet sind. Ein anderes Beispiel, die erst 2004 entdeckte Samtschrecke, eine Heuschreckenart in Peru, in der Cordillera del Condor, die dort in einem Verbreitungsgebiet von nur 5 Hektar lebt. Zum Vergleich, der Leipziger Zoo ist über 26 Hektar groß, hat also mehr als 5-mal so viel Fläche. Stellt euch mal vor, bei dem, was heutzutage an Regenwald geholzt wird, wie viele lokale Arten da schon ausgerottet sein könnten, wenn sie in ähnlich kleinen Gebieten leben. Zurück zu unserem Monterey plati. Er stammt aus einem Gebiet des Flusses San Juan, ganz in der Nähe der Stadt Monterey in Mexiko. Außerhalb von Monterey entstanden durch Zersiedelung immer mehr Häuser und durch die Bebauung trockneten dort Flüsse und Teiche aus. Einige wurden verschmutzt. Eine mexikanische Universität sowie eine Universität in Texas und Verbände von Aquarienzüchtern nahmen sich dieser Fischart hier an und versuchen nun, eine Sicherheitspopulation zu erhalten. Die privaten Züchter kommen vor allem aus den USA und aus europäischen Ländern. Es droht übrigens vielen Fischarten ein ähnliches Schicksal wie dieser Art hier. Laut den Angaben des Leipziger Zoos ist mittlerweile jede dritte bekannte Süßwasserfischart vom Aussterben bedroht. Allein im Jahr 2020 sind 16 Süßwasserfischarten komplett ausgestorben. Von denen gab es also keine Sicherheitspopulationen in Aquarien. Merkmale des Monterey plati. Diese Art gehört zu den Zahnkarpfen. Wie ihr seht, sind die Monterey platis matt gefärbt. Sie werden normalerweise zwischen 2 bis 4 cm groß, maximal aber 6 cm. Es sind keine Schwarmfische, sondern sie leben in lockeren Gruppen. Da sie sehr gesellig sind, sollten sie nicht alleine gehalten werden. Die Platis sind sehr häufig mit Balzverhalten beschäftigt. Ein Problem dabei ist ein Überhang von männlichen Tieren. Bei Kämpfen zwischen männlichen Tieren besteht die Gefahr, dass das unterlegene Männchen sehr bald zum Prügelknaben wird. Daher wird in der Aquaristik ein Verhältnis von einem Männchen zu 3 Weibchen bei den Platis empfohlen. Übrigens sind Platis eine lebend gebärende Fischart. Das heißt, es gibt schon Eier, aber diese platzen im Moment der Geburt auf. Und es können bis zu 80 Jungfische geworfen werden. Diese sind kurz danach schwimmfähig und können bereits auf Nahrungssuche gehen.
Monterey platys sind Allesfresser. Sie ernähren sich von Anflugnahrung, von Algen, Pflanzenteilen und auch von Insekten, die ins Wasser gefallen sind, von Garnelen, Wasserflöhen und von winzigen Krebsarten.